Bonjour, Mesdames et Messieurs, und seid mir gegrüßt hier aus Afrika, wo Leute in der Luft schweben, wie ich gerade wieder sehe. Guck dir das da an. Da. Er schwebt wie ein Vogel aus dem Vogelhäuschen. Aha. Hey, geiler Move, Digga. Hast du das gesehen? Jetzt läuft er da so langsam eine unsichtbare Treppe runter. Das muss ich mir angucken. Warte mal. Ah, jetzt ist er unten. Alles klar. Mir wurde gesagt, dass das was mit den höheren FPS-Zahlen zu tun hat, die das Spiel auf neueren Rechnern bringen kann und auf neueren Grafikkarten. Also das Spiel ist ja ein bisschen älter, ne? So, und ehe sich irgendjemand wundert, ich hatte einen kleinen Fahrradunfall, das muss ich euch gleich mal erzählen, ehe ich jetzt hier irgendwas anderes mache, nämlich sonst fange ich mittendrin an zu quatschen und da wird geschossen und so weiter und gequatscht und dann komme ich nicht dazu. Also ich bin vor 4 Tagen mit dem Fahrrad an der Oberalster, das ist hier so ein kleiner Fluss in Hamburg, langgefahren und der Fluss, der kleine Fluss hat sich so ein Tal gefressen über die Jahrtausende, Jahrmillionen und so weiter und so fort. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist halt ein Radweg. Auf der einen Seite ist Gebüsch, auf der anderen Seite, also zumindest da, wo das passiert ist, und auf der anderen Seite geht es so ziemlich steil bergab, so sagen wir 4, 5, 6 Meter, runter zum Fluss. Ne? Und ich fahre da mit einer schönen Geschwindigkeit, weil ich wollte gerade nach Hause fahren, ne? Es wurde langsam schon spät, fahre ich mit einer schönen Geschwindigkeit halt den Alsterwanderweg lang. Und auf einmal schreiend läuft ein kleines Kind aus dem Gebüsch direkt auf den Radweg. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, der Honk, warum hat er das nicht einfach überfahren? Das traue ich ihm vollkommen zu. Naja, du musst wissen, 2 Tage vorher war ich bei der Tanke gewesen und hatte, wisst ihr, wir hatten hier einmal schlechtes Wetter und da bin ich durch den Matsch gefahren. Da hatte ich nämlich das Rad gekerschert und das hat mich 2 Euro gekostet. Das muss ich doch nicht gleich wieder machen wegen Kinderblut dran. Natürlich Blödsinn, oder? Ich weiß es nicht. Mach du dir deine Gedanken. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so eine schöne Scharte, wo hier sogar so ein Stück vom Bart eingewachsen ist. Vor 4 Tagen sah das alles noch viel schlimmer aus. Mein Körper ist schon von blauen Flecken und Schrunden übersägt. Aber es ist alles schon viel besser geworden. Jetzt quatschen die hier genau in meiner Nähe rum. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das erklärt haben. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte vom Security Man, vom Rewe, aufs Maul gekriegt, weil ich randaliert hätte, weil ich meinen Oettinger nicht gekriegt habe. Ich meine, es gibt ja ein Vögelchen, ne? Ein altbekanntes Vögelchen, das hier auf dem Kanal guckt, nur um mich zu haten. Und dieses altbekannte Vögelchen behauptet ja inzwischen, ich wäre ein Hartz-IV-Empfänger, der Transenperücken trägt. Ne? Ja, das hat er tatsächlich so in einem Video gesagt. Lumba, da müssen wir lang. Wir müssen nämlich den Herrn treffen. Bei Lumbär. Jetzt muss ich mal sehen. Wir müssen nach da. Hä? Müssen wir an Mike's Bar vorbei? Warte mal. Ich muss das mal kurz mir anschauen. Mike's Bar. Ja, tatsächlich, wir müssen bei Mike's Bar vorbei. Ich wusste gar nicht mehr. Bei Mike's Bar, das ist ein Baumarkt hier in Hamburg. Naja. Auf jeden Fall, deswegen versuche ich jetzt auch immer schön einen auf Groll zu machen. Ne? Natürlich hole ich mir meinen Oettinger vom Rewe oder besser vom Penny. Gibt's das da überhaupt? Weil ein besseres Bier kann ich mir nicht leisten als Dauerharzer jahrelang. Ja, das ist das, was der Vogel so über mich behauptet. Ui! Ja. So, war das hier, wo es abging? Alter, ich weiß hier gar nichts mehr. Es ist auch über einen Monat her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ach so, da unten war das. Das ist bei Mike's Bar, wo ist ich? Dann können wir eigentlich bei Mike's Bar mal vorbei und uns da mal ein paar neue Waffen holen. Das können wir ruhig mal machen. Jo. Ja, heute werden wir wahrscheinlich, also ich habe hier so ein kleines Spoilervögelchen aus dem Let's Player Forum. Ich kommuniziere da mit ihm über halt Messages, also übers Private Messaging. Und er gibt mir so Tipps für Far Cry 2, weil es ja sonst keiner macht. Vorwurfsvoll sagte er dies. So, nochmal alles auffüllen hier. Ich habe nämlich das Gefühl, es wird einen großartigen Kampf geben. Irgendwo. Weil, ja, deswegen sage ich das überhaupt. Spoilervögelchen hat mir halt, Spoilervögelchen ist mal positiv gemeint, hat mir gesagt, dass ganz früh jetzt das Kapitel zu Ende sein wird. 3 Kapitel soll es ja in dem Spiel geben. Lass mich mal schauen, wie weit sind wir überhaupt. Statistiken.
Wir sind bei 31%. Wenn es tatsächlich drei Kapitel gibt, dann wird es jetzt Zeit, ne, für Kapitelwechsel. Ist klar. Wie viel Asche haben wir denn noch? Ja, es ist ein Monat und ein Tag genau her. Heute ist der 27.06.2022 und am 26.05. habe ich gerade am Spielstand gesehen, habe ich das letzte Mal gespielt. Es ist auch so, übermorgen, also heute ist die letzte Folge rausgekommen, übermorgen würde nichts kommen, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde. Ich habe die letzten Tage nicht aufgenommen wegen der Fresse, ne? Dafür gibt es was auf honk.de zu sehen. Falls du noch nicht weißt, ich habe die Domain honk.de, honkh.de. Und da habe ich seit Ewigkeiten geplant, eine Website aufzusetzen, hier für unsere kleine Community und für die Dinge, die ich für euch so machen möchte, ne? Also Umfragen etc. pp. Episodenliste und so weiter und so fort. Da ist momentan noch nicht sehr viel zu sehen, aber es wird nach und nach kommen. Dafür hatte ich jetzt Zeit, während ich nicht aufnehmen konnte, weil ich wollte euch das Face nicht zeigen. Ich habe auch heute überlegt, ob ich die Facecam auslasse, aber ja, gut. So, Statistiken nochmal her. Wie viel Diamanten? Aktuelle Diamanten? 4? Hä? Hatten wir nicht welche gekriegt? Haben wir die schon ausgegeben? Alles klar, ist mir doch egal. Gut. Wir haben auf jeden Fall unsere Waffen durchgetauscht, haben neue Munition. Ich habe ein bisschen, mir schlottert ein bisschen das Gemächt und bebt der Busen, wenn ich daran denke, was heute passieren wird. Denn wenn das ein Kapitelende wird, wird das sicherlich um einiges krasser werden als alles, was wir bisher hatten. Und letztes Mal da Goka Falls, ne, Goka Fails, das war ja schon ziemlich einigermaßen hart. Ach ja, es wurde mir bestätigt, dass man da oben eigentlich nicht gewinnen kann in Goka Falls. Also, dass man sich nicht mit den ganzen, man kann sich zwar mit den ganzen Leuten schießen, aber man kann nicht gewinnen. Also, man muss quasi fliehen. Man muss da sein. Oh, ich weiß nicht, ob das Holzfällerlager ein sicherer Ort ist. Deswegen werden wir erstmal ein wenig, wie nennt man das, Reconnaissance betreiben. Sehe momentan niemanden. Ich werde trotzdem mal, ich werde es mal locker angehen lassen, ne? Wir wollen nicht gleich am Anfang einen plötzlichen Anfall von Tod bekommen. Bleivergiftung auch genannt, das wollen wir nicht. Diese scheiß Generatoren, ne? Ja, mir wurde auch gesagt, dass dieser zweite Kapitelteil wohl auf einer anderen Karte stattfinden wird. Das heißt, ich hoffe, wir können hier wieder auf diese Karte zurück, wenn wir das gemacht haben. Weil wir haben hier noch einige Safe Houses zu machen. Und ja, es muss nicht unbedingt gemacht werden. Aber ich will ja möglichst 100% machen oder möglichst nah an 100% rankommen. Sieht nicht aus, als wäre hier irgendwer. Ist hier irgendwer? Warte mal. Das hat mal ordentlich geknallt. Haben wir uns angemeldet. Also jetzt würde hier eigentlich alles Mögliche angelaufen kommen, wenn hier irgendwas wäre. Haben wir denn Medikamente voll? Nö. Seltsamerweise nicht. Warum habe ich das nicht gemacht? Ja, das kannst du mir auch nicht sagen. So. Wo ist denn der Räuben? So heißt der doch. Räuben. Räuben. Der räudige Räuben. Wo ist er denn? Oh, jetzt fängt diese scheiß Wunde an zu jucken. Ah, jetzt. Ja, das ist. Da ist so richtig so ein Stück hochgeklappt. Eklig, ne? Ja. Hat hier auch voll die Krusten. So. Also voll das ganze Gesicht über. Und das muss ich. Ah, da ist Räuben wahrscheinlich. Musste ich erstmal alles abkriegen. Hallo! Räuben! Danke, dass Sie hier sind. Verzeihen Sie die Umstände, aber mir ist kein anderer Platz eingefallen. Moin. Ich habe gehört, Kwasi hat Sie nach Goka Falls geschickt, um Dr. Gakumba zu töten. Jo. Es ist also wahr. Die APR hat eine Großoffensive im nördlichen Distrikt gestartet. Und das heißt, Sie sollten Ihr erstes Ziel sein. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Sie suchen immer noch nach Ihnen und den anderen Ausländern. Sie wurden alle zu Spionen erklärt. Ich weiß nicht, ob Sie diese perversen Neuigkeiten schon kennen. Sie wollen alle Ihre Freunde an die Wand stellen und sie einen nach dem anderen erschießen. Ach du Scheiße. Meinst du etwa auch meine Flora? Flora Soft? Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Was ist sie los? Sie kesseln auch die Dorfbewohner ein. In diesem Moment suchen die Truppen in Pala nach Zivilisten. Bald werden sie bei Pater Malias Kirche sein. Wenn sie dort sind, werden sie jeden Einzelnen darin erschießen. Das ist sicher. Aber Sie könnten den Leuten helfen, nicht allen, dafür fehlt die Zeit. Sie schaffen es entweder zu Mikes Bar oder zur Kirche. Sie müssen sich entscheiden.
Ich muss gehen. Ein Wagen ist unterwegs, der mich nach Mossad de Selau bringt, in den Süden. Dort sollte ich für eine Weile sicher sein. Okay, in den Süden. Das ist wahrscheinlich das, was, was mein Kollege da, den ich namentlich hier nicht nennen möchte, um seine Privatsphäre zu schützen, was er meinte mit neue Karte und so. Okay, Mossad de Selau. Also da müssen wir wohl hin oder so, wie das heißt. Ach ja, der alte Honk und das Rülps habt ihr eben gerade wieder mitbekommen. Vorsicht, sie suchen nach ihm. Ja, ja, sehe ich auch so. Ich weiß ja nicht, wo hier der Ausgang ist. Da, wo ich reingekommen bin. Sicher. Ja, oh, ist auch überhaupt nicht leicht zu trinken damit. Also, da vorne ist ein richtig schönes Loch drin. Ja, also wer sich ekeln will, ne? Soll sich ruhig ekeln. Ja, wir fahren wieder mit dem gleichen Auto zurück. Aber warte mal, wie sieht es denn jetzt aus? Was ist unser Auftrag? Und die APR löscht alle Gegner aus, einschließlich Söldner und Andersdenkende in der Zivilbevölkerung. Sowohl Mike's Bar als auch die Kirche in Pala sind angeblich schon bald Ziele großer Angriffe. Flora Gillen bei Mike's Bar treffen oder Vater Malia in der Stadtkirche treffen. Wenn ich Malia rede, lese, denke ich immer an Malina. Wer mich ein bisschen näher kennt und mich privat kennt, wird wissen, warum das für mich was Besonderes und was ist und warum mich das irritiert, Vater, ne? Vater! Flora, wir müssen jetzt wissen, weißt du, wir machen beide Wege. Wir werden mal jetzt einen Speicherstand machen, und zwar einen dedizierten, einen richtigen. Ja, ich habe mal die Speicherstände aufgeräumt. Ja, man kann die nämlich auch löschen. Das ist ganz cool. Einfach Hardcore. Wenn du dich fragst, wie, wenn du das nicht weißt, warte mal, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Nein, natürlich nicht. Ich muss genau in die entgegengesetzte Richtung. Wenn du nicht weißt, wo die Spielstände sind, Documents My Games. Ja. Da steht auch ein Lader. Wollen wir den nehmen? Öffnen mal was Neues, ist auch ein roter Lader. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt die... Na toll. Warte mal. Ich habe heute irgendwie... Warte mal, hat er was geblinkt? Nee. Ja, das wollte ich auch sagen. Wir haben hier auch noch einige Diamanten zu finden. Und einige habe ich ja auch schon geortet, aber noch nicht gefunden. Hört sich komisch an, ist es auch. Da, guck mal, da ist der rote Wegweiser. Alles klar. So. Und ich mache jetzt hier nochmal einen Speicher. Ich mache nochmal einen Speicherstand über den drüber, den wir eben hatten. Ja, und aus diesem Documents My Games Far Cry 2 Verzeichnis kannst du einfach die Dateien bis auf die letzte löschen. Sortieren nach Datum. Vielleicht vorher ein Backup machen, damit, falls du es verkackst, deine Spielstände nicht draufgehen. So, wir wollen sehen, wie lange es dauert, bis man uns zur Entscheidung zwingt. Oh, hier wird schon geschossen. Aber wir haben immer noch keine... Weißt du was? Ich bin heute mal ein Mann der Kirche. Ich fahre einfach mal nach Pala. Zuerst. Warte. Halt. Ich fahre nochmal zurück. Warum macht er das? Ja, damit wir da vorne an der Kreuzung sind. Wo wir uns dann entscheiden müssen. Nochmal ordentlich gegen den Baum gesetzt. Ja, also hier wird uns schon ganz ordentlich geschossen. Alter, ich komme hier nicht rum. Nein, ich will doch nur eigentlich an diese Kreuzung ran. So, hier. Hier machen wir jetzt nochmal einen Schnellsprecherstand. So. Ja. Scheint nicht zeitkritisch zu sein. Wir können hier wahrscheinlich einmal komplett durchs Land fahren. Ja, wir haben hier noch ordentlich Diamanten. Ein paar haben wir ja schon entdeckt, dass es welche gibt an verschiedenen Stellen. Und andere wie der Rom. Kommen wir da durch? Andere wiederum haben wir wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt. Dann gibt es noch einige Orte, wie zum Beispiel das Vor oben, wo eigentlich wir hätten den König töten sollen. Wisst ihr noch? Gold und König und so weiter. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Diggi, fahre ich da jetzt einfach rein? Ja. Also ich denke mal, hier läuft auch gar keiner mehr rum, wie es aussieht. Ja, es ist eine unglaublich bescheuerte Stille hier.
Warte mal. Ich mache nochmal einen dedizierten Speicherstand. So, also muss ich merken, ne? Das hier ist vor allem, das hier ist die Abzweigung, hier ist jetzt Pala. Okay. Alter, ich bin ein bisschen nervös. Weil ich kenne den Scheiß hier nicht. Entschuldigung, den Stuhl natürlich. So, ich hole mal die Bleispritze raus. Damit sind wir hier wohl besser. So, alles klar. Aber hier drinnen kann ich sowieso keine Waffe ziehen. Hallo, mein Freund, sagt er. Okay. Hört sich gar nicht gut an. Okay, er steht jetzt da. Da ist eine Tür. Hallo. Sie sind heute nicht krank. Das ist gut. Wir brauchen gesunde Männer. Heute ist ein wichtiger Tag. Alter. Wir müssen gehen. Sie bleiben hier. Die wollen nur uns, nicht Sie. Bitte, wenn wir weg sind, schieben Sie den Schrank vor die Tür. Dann können Sie uns nicht folgen. Okay. Also rein kann ich da nicht. Die Schrank. Das ist kein Schrank, das ist eine... Ah, da. Vielen so. Dank, danke, vielen Dank. Aha. So. Ah, ich kann eine Waffe ziehen hier drin. Jetzt geht's los, also. Oh, ich komme hier nicht raus. Oh. Alter, ich werd hier... Es rettet uns natürlich auch niemand. Also die Tür vorne ist verrammelt. Ich komme da nicht raus. Ich werde hier drinnen angegriffen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Okay. Und das soll wohl ich sein. Ich schmeiß mich einfach in der Wüste vom Truck. Okay. Also wisst ihr was? Ich versuch's noch einmal. Hier. Oder sagen wir es so, ich versuche es dreimal. Aller guten Dinge sind drei. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Ding, was man nicht gewinnen kann. Weil ich denke, diese Cutscene mit dem von Laster geschmissen werden. Ich denke mal, das ist genauso ein Ding wie das oben in Goka Falls. Das konnte man auch nicht gewinnen, also insofern. Das ist einfach zu viel, was da auf einen einprasselt, ne? Und wahrscheinlich wird es bei der Bar drüben genau nicht anders sein. So, pass mal auf. Warte, ich gehe noch mal raus. Ja, ich will nämlich sicher gehen, dass ich die richtige Waffe am Start habe. Ja, also ich soll wohl hier drinnen kämpfen. Das ist wohl so eine Art Arena-Fight. Sie sind heute nicht krank, das ist gut. Okay. Gesunde Männer. Heute ist ein wichtiger Tag. Ja. Ja, ist gut wir jetzt, oder? Gehen. Sie bleiben hier. Die wollen nur uns, nicht Sie. Bitte, wenn wir weg sind, schieben Sie den Schrank vor die Tür, dann können Sie uns nicht folgen. Ja, mach. Alter. Vielen Dank, danke, vielen Dank. Ah, kann man gar nicht. Das sind viel zu viele. Einfach mal eine Lade. Okay. Freunde, dann machen wir noch einmal kurz drüben bei der Bar, aber ich nehme mal an, das wird exakt die gleiche Scheuße sein. Ich lade mal. Ne, ich denke mal, dass... wird nicht besser. Und wir latschen jetzt gleich runter zur Bar. Alter, ich hasse solche Szenen in Spielen. Es gibt ja einige Spiele, wo sowas ist, dass man halt an einer Stelle ganz einfach nicht gewinnen kann. Und ich mag das nicht. Okay. So, dann versuchen wir mal unsere Brüder und Schwestern hier drüben zu retten.